Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir Disney Stadt abgeschlossen, zum dritten Mal eine eigene Eissorte spendiert bekommen und ein bisschen Rennen gefahren. Yay, das war voll der, weiß ich nicht, voll Climatic und so, ne? Und ja, wir haben noch ein paar Welten vor uns, die Arena des Olymps kommt als nächstes ran. Da gehen wir dann direkt rein, ich kann ja keine Kommandofusion und so machen. Weil wir noch kein Level abbekommen haben von denen, weil da einfach zu wenig Gegner waren oder zu wenig Erfahrungspunkte gegeben haben oder was weiß ich. Und ja, deswegen gehen wir hier jetzt in die Arena zu Olymps. Und wenn euch der Party fällt, könnt ihr ein Like, ein Abo, einen Kommentar hinterlassen. Habt ihr gesehen, wie ich das so reingeschmuggelt habe? Und ja, rein da. Zack, zack, will die Welt fertig machen. Hi, Herkules. Fangen wir wieder mit der Tradition an, dass erst ein Kampf kommt und dann wird mir die Welt vorgestellt. Stay back. Warum? Ey, Terra muss echt gegen alles erstmal kämpfen, bevor er sich. Jetzt wird er guten Tag zu der Welt sagen, irgendwie, ne? Stell dir mal vor, der geht irgendwie, weiß nicht. Und so ein, weiß ich nicht. Voll die friedlebende Welt, wo überhaupt nichts passiert. Da haut er erstmal ein paar alte Männer kaputt. Und dann steht da die Welt. Seniorenheim, was weiß ich. Das ist schon auch gut. Disney. Boah, ich hasse diese Viecher. Ich hasse diese Viecher so. Achso, ja. Hab ich ja. Kann ich nicht vor. Jetzt haut da einer ab. Kann ich nicht vorstellen, wie sehr ich diese Viecher hasse, ehrlich. Da ist wieder Arschfatal. So, was seid ihr denn für die? Ich habe schon mal gegen euch gekämpft. Kommt mir voll neu vor. Arschfatalis, boof. Von die Viecher, die warten jetzt wieder, bis nichts passiert, ne? Ah. Komm. So, ha. Sagst du dazu? Boah, gib mir dein Geld. Ich hoffe, ich muss dann danach nicht nochmal aufleveln. Oh ja. Oh. Na, So. Oh, da kommt noch was. Hi. Fallt ihr nicht die ganzen Schüsse immer gegen die Wand ab. Geht genau auf die los, auf die ich nicht losgehen wollte mit dem Teil, ne? Dankeschön. Boah, ihr habt's voll drauf. Mal her. Ja, ich greife die an und die stehen einfach da. Hast du diese Viecher so sehr? Boah. Na guck mal, da steht. Boah. Leg mich die Viecher auf, ey. Hat viel gedrückt. Boah. Ausgezeichnet. Wie einfach nur im Hintergrund stehen und gar nichts machen, ey. Sagen wir mal, bis man dann angreift. Ey. Boah. You okay? Huh? Yeah, thanks. Guess they were too much for me. I'm just gonna have to train harder. You're pretty tough. You really handle those things. Are you here to enter the games? What games? The games. To see who's strongest. One day, I'm gonna win them all and become a true hero. Hey, where are you? Front and center right now, or I'm packing on another 1,000 laps. Uh-oh, gotta go. The Colosseum's just up ahead. I hope I get to see you fight there sometime. A competition. I should find out how strong I really am. Müssen wir nicht noch irgendwie... Also wenn ich nur irgendwie Vanitas suchen oder so, hallo?
So, ab der zweiten Hälfte des Spiels hat irgendwie kein Charakter so ein festes Ziel, ne? Ventus wollte Freunde finden. Aqua, weiß ich nicht. Was wollte sie eigentlich in der zweiten Hälfte? Und Terra macht jetzt einfach, weiß ich nicht, was er immer macht, durch die Gegend rennen und alles kaputt kloppen. Bin halt so praktisch irgendwie, weiß ich nicht, auf so einen Stereotypen hier runter zu degradieren. Da macht es irgendwie einfacher. So hat ich Vitalität schon. Vitale. Ja, ich glaube nicht. Doch, habe ich schon. Nein. So, Eis und nochmal Eis. Mach daraus. Was? Ich habe keine Leuchtgeschalt. Nein, boah. Mal wieder. Warte mal, ich hatte schon voll. Boah. Nein. Doch, da halt schon war. Ach, Glücksklinge, ne? Boah. So, Magia ist ausgezeichnet. Haben wir eine verpasst, eine verschwendet. Und ja. Magia, das ist das, was wir brauchen. Für Heilmagie und so. Jetzt gar nichts. Nein. Ich habe einen D-Link bekommen. Nee, ne? Soll ich auch von Disney Stadt für D-Link bekommen? Chip und Chap oder was? Ah ja, das. Jeez Louise, one chump after another. The who's who of the Capilon disasters around here. All I need is one measly warrior tough enough to give Zeus a jolt of his own medicine. Wait. Dark, moody, powerful? Yes, he's perfect. What? This is it. How sad is this? Huh? Mm, pains me to see it. All that power going to waste. Who are you? Name is Hades, Lord of the Dead, God of the Underworld, yada yada, how you doing? Hey, let me guess, you're trying to put the kibosh on the darkness inside you. Am I right? Of course I'm right. Well, anyway, bad idea. Wait, what? Okay, stay with me. Darkness is inside everybody. Nothing to be ashamed of. You play nice with it, and darkness will be your best friend. But if you go and get all self-conscious and refuse to face it, the darkness will run over you like a debutante at a toga sale. And then where are you? Nowhere. What? Now me, I look at you, and I see potential. That's right, kid. You got the potential to conquer the darkness inside you. And I'll even give you some pointers. I mean, believe me, if anybody knows conquering, I know conquering. Well, let's hear it then. How do I conquer the darkness? Easy. Sign up for the games. I know. Please, Lord Hades, the games. But hey, you would be surprised what you can learn in the heat of battle. And don't worry, I'll be right there to guide you every step of the way. I'm kind of what you'd call an expert in the art of darkness. Oh, decide fast. This is a limited time offer. Okay, du bist eindeutig böse, aber ich sehe keinen Grund, dir nicht zu vertrauen. Mein Gott. Malefiz. Xehanort. Hades. Die Leute sind kein guter Einfluss auf dich, Terra. Leute, die normalerweise von dem Pech schwarz gekleidet sind. Weiß ich nicht. Und die viel von Dunkelheit reden und so. Sind normalerweise nicht so normale, ist nicht so normale Umgangston hier. Aber ich sag ja nichts. Mit etwas Kraft öffne ich die. Ich glaube, ich brauche Vita und so, ne? Ich brauche eigentlich mal Vita. Ja, wieder die Klassiker. Es gibt keinen Grund, die nicht zu holen, finde ich. Grätsche, Luftgrätsche.
Kann doch nicht Sportsfreund. Wo krieg ich denn mal Sportsfreund her? Ich vergesse das jedes Mal, habe ich so Gefühl. So, hier war ich auf jeden Fall Bieter. Ja, ich habe kein Ding an. Oh. So. Immer da draus. Ma, halt auf da. Ma. So. Ach, die Formel, die leuchtet. Oh, Entschuldigung. So weit? Na klar. So. Mal los. Könnte vielleicht ein bisschen schwierig werden hier. When are you going to tell me how to conquer the darkness? Hold your chariot horses. You would not believe the bureaucracy involved with these things. Name? Terra. Kind of earthy, but all right. Now. Height. Anspielung an seinen Namen. Weil Terra Erde bedeutet auf Latein. Come on. Hades. There. Ba-boom. Easy peasy. I sense that you're already starting to get all warm and fuzzy with that darkness inside you. It's sweet, really. And hey, by the time you win the final match here, you'll have figured out how to conquer it for good. And don't worry, anything goes wrong, I'll make it all go away. Service with a smile. I got it. Alles klar. Wie finde ich die Cutscenes mit Hades besser als mit Herkules oder Zack oder Phil. Ach komm mal her, ich mache euch platt. Besiege deinen Gegner innerhalb der Zeit. Ja, kein Ding. Boah. Boah. Take that. War kein Combo Plus mehr ausgezeichnet. Weil mit As Fatalis, ne? Das tut doch über die Runden ja übernommen werden, glaube ich. Na, oh, jetzt wird das einfach. Was ist das, Mann? Ich bin gerade gesprungen, ne? Habt ihr das gesehen? Oh, komm her. Das gibt mir viel Geld. Oh, Attacke und Abwehr ausgezeichnet. Guck mal, wie wenig Magie hier kommt. Ah, oh, nein. So, ich kriege hier jetzt schon Probleme. Raus! Keine Zeit mehr. Oh. Mein Gott. Was kommt der an? Bistart. Überraschung! Uff. Oh Mann. Hör auf damit! Oh Gott. Das ist nicht wahr, oder? Ey, ihr Pisser! Oh. Klar, normal. Weil es hat mir nicht meine Erfahrungspunkte und so sind flöten gegangen dadurch. Boah. Man muss ja da auch jeden Angriff abwehren, ehrlich. Na klar, Terra Story ist die einfachste. Bullshit. Ich hab ja die meisten Probleme als mit allen anderen Stories, ey. Ja, stirb! Voll aufgeschlitzt. Oh nein. Ich hab mal ausgerüstet, ey. So. Ja, das schaffe ich nicht. Ich glaube, ich schaffe das. Ja, komm raus da.
So, jetzt du wieder. So. Puff. Darf ich auch meine Level behalten, ne? Sonst hätte ich ja schon längst mehr Level abbekommen. So, ihr. Ja, das bringt nichts, aber... Nein, die können dann abwehren. Willst du mich auf den Arm nehmen? Nein. Ah, oh, das gibt's doch nicht. Hey. Junge. Warum schaffe ich denn das nicht? War doch blöd, den Angriff einzusetzen, ne? Oh. Oh. Dritte Mal. Warum nicht? Weil hat es doch nicht so schnell auf, Mann. 7, 7. Oh. So, ich kriege jetzt ein Arzt-Fatal-Sack, aber so was von. Whee. Uff. Oh. Raus da. Jetzt kommen diese Stiefel, ne? Ne, jetzt kommt er erst. So, ich tue jetzt mich ein bisschen vorbereiten. So, Ars Fatalis. Oh. So. Das nächste Mal, wenn ich gegen die Viecher kämpfe, gegen die da, genau. Boah, willst du mich auf den Arm nehmen? Boah, jetzt macht ihn schon wieder das. Nein! Nein! Alter! Boah, echt jetzt? Jetzt macht er mir doch nicht so schwierig. Oh Gott, ey. Hat schon mit Fallout genug Stress, als ich das Finale aufgenommen habe. Jetzt kommen die, gehen mir auf in Nerven, ey. Junge. Oh, ey. Aber nur weil ich mein Trapez nicht einsetzen konnte, dann, wenn ich das eingesetzt hätte, wenn ich das einsetzen hätte können, dann, boah, mein Deutsch, ne? Ist das? Oh nein, die mussten mich ja natürlich wieder angreifen, während ich das einsetze. Blöden Viecher, ey. Ist das? So. Oh, gezeichnet. So, jetzt aber. Muss ja auch, das war irgendwie schwer. Habe schon gewundert, warum das mit Aqua so leicht war. War mit Terra ja so schwer. Weil Terra, ne, einfachste Story. Was ihr, wie ich ja schon wieder erwartet. Oh, jetzt seid ihr dran. Hey, geht mir langsam. Boah, ernsthaft, halt auf damit. Das ist eindeutig zu wenig Zeit für die Viecher, ganz ehrlich. Boah. Boah, ihr seid so weit von dran. Ja, weil die mich jedes Mal abgeblockt haben, während ich meinen Minentrapez eingesetzt habe. Flieg, Steine, flieg! Aber die sind echt zielsuchende Steine. Bin mir aber nicht sicher, auf Gott. Also zum Glück macht er ja nichts außer nur dumm stehen. Ja, gib mir Ars Fatalis bitte. Oh, seid da dran. Wer auch immer gleich kommt, ihr seid dran. Hoffe ich.
Ja. Wollte ich auch schon wieder angreifen, ey. Oh, sehr gut. Feldspalter. Wer ist mit Gesichtsspalter? Wow, Magie gestiegen, ausgezeichnet. Oh. Mach eine Runde. Ich glaube, ich weiß, was da doch ist. Nein, okay. Weil er hat sowas von dran, ne? Wisst ihr das? Felsspalter. Ja, die sind echt zielsuchend. Warum? Das ist so random. Ich weiß, was jetzt kommt. Ja. Alter! Was gesehen? Oh nein, mein Arm. Wo ist mein Arm? Ja, die haben mich beinahe getötet. Indem sie mich berührt haben. Schallgrätsche. Als wenn man zweimal Fähig drücken kann. Ja, ich weiß. Ich glaube, die macht Schaden, wenn man einen Gegner betrifft. So, gut. Jetzt habe ich auch ein paar Kommandos. Gut. Ich habe Items bekommen. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Von meiner Ausbeute an Angriffen, ne? Petra, das brauche ich. Weiter habe ich Heilkunde. Also habe ich Heilkunde voll, nö. So, da weiß ich wenigstens, was ich hier herrscht. Aber ich weiß nicht, ob das mit Blitz und Vita funktioniert. Nö. Hey. Ach du mal, oh Gott. Chaos, Kristall, los. Luftkombo plus, ja super. So. War nicht so gut. Mann, ich bin ja echt, komme ja echt zu kurz mit meinen Angriffen, habe ich so Gefühl. Alter. Oh. So, wieder die Klassiker rein, Schaltstock, den Combo Plus, weil da will ich ja so geil haben. So geil haben. Mh. Blitzmagie, ja super. Nur Magie oder allgemein Blitzangriffe? Ich glaube nur Magie, ne? So. Okay. Schallgrätsche. Weit ganz so viele Sachen, merke ich gerade. Eine Luft geht halt auch. So, mach mal so ein. Dann kann man zweimal so in der Luft das machen. Wäre in Disney Stadt nützlich gewesen, um dann eine Ding zu erreichen. Wir haben jetzt schon 1200. Was? Ah, was nehmen wir denn hier? Wir scheinen ja immer die Vitas auszugehen. Habe ich so ein Gefühl, also kaufen wir erstmal ein paar wieder. Also mal hier was. Magnet, ein bisschen Magie halt. Weil warum denn nicht? Zu kennen. Cool. Also Blitzsturz wird dadurch zum Beispiel nicht gestärkt, oder? Durch Gewitter. Jetzt wartet das Finale bereit. Na klar. Jetzt aber gar nicht so lang, fällt mir gerade auf. Ich glaube, das ist schon jetzt der letzte Kampf, ne? Wobei, Aqua war halt auch nicht so lang. Okay, this is not what I had in mind. But hey, I can improvise. Time for Plan Beta. Pardon me, coming through. I'm gonna miss my match. Hello, Plan Beta. Hey, kid! Huh? Over here. Come here. Also da Cloud im ersten Teil manipuliert und jetzt Zack, das ist irgendwie symbolisch, weil Final Fantasy 7 gespielt hat. Hi. Guten Kampf, Kollege. Komm mal her.
Ja, der macht uns jetzt platt, habe ich so das Gefühl. Der Kampf kann ein bisschen schwierig werden, wenn ich mit irre. Aber mit Aqua hatten wir ja keine Probleme gegen ihn. Wenn er gegen den mysteriösen Soldaten. Das ist auch symbolisch. Ist der Soldier ausgetreten oder was? Das verteilt sich, bist du sogar schon dran. Kann ich nur drauf? Nö. Einfach zu zwei Kloppis aufeinandertreffen. Ich tue mich eigentlich nur abwechselnd hier immer. Auf ihn drauf kloppen. Oh Gott. Ich kann natürlich nicht abwehren, ist klar. Alter, Kollege, mach mal Halbplan. Stimmt, ich habe noch Ars Vitalis. So, jetzt mach mal eine Pause. Okay, da Pause, ich kann auch so was hier. Oh, das fatal ist. Und das war's. Nein. Mein Gott. Immer gleich. Ich werde geschlagen. Ich werde hochgeschlagen. Konter. Ich werde hochgeschlagen. Dann konter ich. Ey. Voller Kloppi-Kampf, ey. Also nur sinnlos aufeinander prügeln. Ohne Strategie. Bin ich nicht. Willst du mich auf den Arm nehmen? It's not me. What? I'm not doing this. He's being controlled. Man, so what do you think? You like my new super warrior? See, right here. This, it's the power of darkness. Could have been yours, still could, if you open up to it. Hades! You were just playing me. The darkness will never have me. Help me. You've gotta set my heart free. Okay. Heißt das, ich muss drauf reinprügeln? Ey. Ich hasse ihn auf diesen Stereotyp zu reduzieren, aber es macht es so einfach. So, jetzt macht er mich noch eher platt, ne? Ja, ich weiß. Ich kenne den Angriff noch. Ich weiß übrigens nicht genau, wie man den Angriff ausweicht. Ich glaube, das war der einzige Angriff, der gefährlich ist. Oh. Okay, sollen wir wieder das gleiche machen? Okay, puff. Gibt's einfach. Ich glaube, ich bin tot. Aua. Ja, ich habe keinen Trotzkopf und so. Ja, Story ist die einfachste. Boah. Aber ich konnte die ausweichen. Ich würde jetzt nur wie in fast jeden anderen Angriff im Spiel, wenn ich einmal drin bin, euch Probleme rauskommen.
Alter! Ja, wenn ich einmal da drin bin, kann ich auch gar nichts machen. Was soll ich denn dagegen machen? Ich versuche doch ja auszuweichen. Aber ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wie man den Angriff ausweichen kann. So, hier, buff. Wer will jetzt mich mit Omnischlag angreifen? Ja, ich mach den ja. Du bekommst gar keinen Schaden, geil. Bling, bling, bling. Schon wieder? Ey, was soll? Der hat mir mit einem Schlag alle meine AP abgezogen. Was ist das denn für ein unfairer Kampf? Ey. So ein bisschen hier balancen, ey. Was ist das? Oh mein Gott, warum hat der ihn direkt schon wieder eingesetzt? Was? Meteor? Wie schon wieder? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ja. Hör ich die Schnauze voll mit dem einen Angriff. Wir weg mit dem einen Angriff, ehrlich. War ernsthaft. Hör auf damit. Wenn du, ich brauche deine Hilfe. Der Kampf wird mir zu nervig. Ich muss gehen, mein Planet braucht mich. Tschüss. Mann. Oh. Also ein Angriff und du bist direkt tot. Was ist das denn für eine Logik, ey? Hallo? Ja, voll gestört. Die Zuschauer, sie jubeln. Ich sehe aber keine. It looks like I bet on the wrong dark horse. That kid doesn't have what it takes to handle darkness. You gonna make it? Yeah. I'm finally free. Where is... He's gone. Man, how could I let a guy like him control me? I'll never live it down. Thanks. Terra. Thanks, Terra. I'm Zach. Yep. Definitely. Terra, you're exactly what I pictured a hero would be. Not the way you look. There's something else about you. Well, I'm no hero. Trust me. You kidding? Listen to those cheers, man. Ja, schau dir die Zuschauer an, wo immer sie sind. And they've already made up their mind, whether you like it or not. You're their hero. And mine too. It's too bad. I really wanted to fight you fair and square. Maybe someday, Zach. Okay. Heldenemblem. Das müsste mal ein Schlüsselschwert sein, das mehr Angriffskraft hat als unser jetziges. Und ja. Gut, dann hätten wir
die nicht so lange Welt, welche trotzdem sehr lange gedauert hat, abgeschlossen. Also in der nächsten Folge machen wir den tiefen Weltraum als nächstes. Aber ich mache jetzt erstmal hier einen Schnitt und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sag tschüss, bis zur nächsten Folge.